Volta a Vienna nel 1905, di Lustig Witwe, la vedova allegra, diede al compositore di origine ungherese Franz Lehár la fama internazionale e rimane ancora oggi il suo titolo più celebre. Il genere dell'operetta viennese, in cui Lehár rinnova i fasti degli Strauss, trova nella vedova allegra un perfetto esempio di fusione di quegli elementi che caratterizzano il repertorio leggero. Facile vena melodica, raffinata scrittura vocale, drammaturgia efficace ed elegante e soprattutto grande ricchezza di musica da ballo. Nella vedova allegra addirittura i ritmi di danza, con i loro temi indimenticabili, contengono e incorniciano l'azione, specchio scintillante delle spensieratezze della Belle Époque. La versione che ascoltiamo oggi è quella originale in lingua tedesca. Atto primo. Il barone Zeta, ambasciatore di Pontevedro, vuole indurre Anna, vedova di un ricco banchiere, a sposare un connazionale, in modo che il suo vistoso patrimonio non sia trasferito all'estero. Il candidato ideale sembra essere il conte Danilo, segretario d'ambasciata, che si rivela essere un antico spasimante di Anna. Lei lo ama ancora, ma il conte non accetterebbe mai di sposarla per paura di apparire interessato all'eredità. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour la présentation de la Veuve Joyeuse qui rentre ainsi au répertoire de cet établissement de l'Opéra de Paris. C'est original aussi parce que cet ouvrage va être joué en version originale, c'est-à-dire en allemand, et aujourd'hui nous assistons à la dernière représentation de cette première série. Merci d'être avec nous. Ah, Caro, comment ça va? Ça va bien? En forme? Ah oui? Ça va très bien. Alors, tous mes voeux pour cette année. Ok, auguri. Ah, non, la belle. Ah! Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Michael. Ça va? Ça va, en forme? Oui. Alors, je vous pour dis merde pour la dernière et auguri. Pour la, auguri. Grippe un loup. Il est déjà cassé les pieds. Ah, c'est vrai? Oui, on a par là. Ça, c'est calme. Carita. Oui. C'est bien vous dire bonjour, bonsoir. Et puis aussi, vous saluer, vous souhaiter une très belle année. Ah, parce que c'est le 31, je vous dis auguri. Auguri. Et comment on dit en finlandais auguri? Hyvää uutta vuotta. Ah, que c'est joli. Ça, c'est formidable. Oui. D'accord. Très bien. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, Arline. Tu es prêt? Oui. Avanti. Comment ça va? Très bien. Et toi? Ciao. Oui, je voudrais juste ça. Ah, c'est formidable. Alors, bonne année. Bon, hein? Bonne année. On se retrouve ici, dans ce magnifique palais, au 31 décembre. Hein, tu vois? Et je trouve que c'est une idée aussi formidable d'avoir fait cet ouvrage.
Zu schreiben, ich liebe dich. Ah, liebe Valentine. Verzeih, aber ich möchte dich bitten nachzusehen, ob Frau Blavary nicht schon gekommen ist. Gern. Was, die Blavary kommt auch? Die Witwe des reichen Hofbankiers? Jawohl, ein diplomatischer Schachzug von mir. Ah, kann mir schon denken. Exzellenz, spitzen auf die 20 Millionen, die die Witwe geerbt hat. Olga! Nicht kokettieren! Zum letzten Male! Frau Blavary darf keinen Pariser heiraten. Die 20 Millionen werde ich meinem Vaterlande erteilen. Ja. So verdient sich niemand mehr. Den Glück man in mir. Ich habe ihn versprochen. Ich möchte ihnen an Bord nur haben. Wo stehen, wenn sie wissen, dass ich dich nicht will? Sag ich auch nicht, die Hilfe des Wort, einmal möchte haben wollen. Ach, Herr, 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 Herr,
Das Lied des Verlebens, von dieser Stadt in dir.
gnädige Tanzentochter. Wie weit ist dürfen Ihre Tanz bitten? Ah, natürlich. Einmal wenn bitte. Da. Merci. Ich auch. Aber ja, mir ist ja ganz egal, mit wem ich mich unter Musikbegleitung abschnitze. So ist's einmal und fertig. Oh. Was? Oh, gnädige Frau, ich bin gerissen. Sie sind meine Frau und ich bin gerissen. Danke. Madame, ich rechne es mir zur hohen Ehre an. Danke, Exzellenz. Hier. Tanzvoll. Danke. Erlauben Sie, gnädige Frau, dass ich Ihnen hier Herrn Camille Rossinoco. Oh. Gut gelassen. Aber ja, ich glaube, die ist Hause. Sie werden nicht bei mir passieren. Meine liebe Herren, kommen Sie morgen zu mir. Ich gebe ein Fest. Ein Fest kommt mit Riesen. Die ganze kontinentalische Kolonie in Paris ist eingeladen. Sie auch, meine Herren. Tous les grands filles, messieurs, sont bienvenus. Oula! Je vois très bien que vous êtes très méchants. Alors, les méchants messieurs sont aussi bienvenus. Ich heirate dich, ich auch. Ach, Sie werden heiraten. Aber Mensch. Ich will es, ich verstehe es. Sie müssen glücklich werden. Und so, und ich bleibe eine anständige Frau. Hm. Geben Sie mir den Arm. Also sage ich Ihnen was, ich werde Sie einfach heiraten. Oh, verstehen Sie sich. Herr Graf! Oh, Vaterland, du machst bei Tag nicht um irgendwie und klar. Nach und nach wieder die Plumpa, doch weicht es halt für dich privat. Um am Eis bin ich schon im Büro, doch bin ich vielleicht drauf anderswo. Weil man den ganzen sieben Tag nicht im Ulm für Ruhm sein war. Das hör ich beim Schiffsgericht, so tu ich den meisten selber nicht. Nicht schlecht und halb ich niemals ein, ein Diplomatisch heißer sein. Die Akten häufen sich bei mir, die bin ich nicht im Papier. Ich kauf die Bieder selten ein und komm doch in die Sitz hinein. Ein Wunder, wenn man so viel tut, dass man abends gerne ruht und nicht bei Nachbarn verschwunden Erholung nach der Arbeit wird. Ja.
dann Happy New Year. Diese blöden Fächer bin ich nicht mehr hier. Schon wieder. Ich hab dir doch sowas tut man nur einmal. Wenn es auf Sie ankommt, dann tut man es keinmal, was? Wenn es auf mich angekommen wäre, dann wären Sie jetzt nicht Witwe des seligen Herrn Javary, sondern Gemahlin des noch seligeren Grafen Dahl. Aber Sie wissen ja mein alter Oheim und. Ihr alter Onkel. Ihr alter Onkel. Aristokratische Ansichten, die es nicht erlauben, dass sein aristokratischer Neffe einem Mädchen aus dem Volke seine aristokratische Liebe schenke. Aber Sie haben sich doch nicht sehr viel auf mir gemacht und doch sehr schnell geheiratet, den alten, reichen Hofbankier. Und jetzt hätte ich aristokratischer und nicht mehr, weil du denn sein aristokratischer Neffe. Oh, ja. Sie können glauben, dass ich Ihre Millionen. Okay. Das hätten Sie nicht schlecht. Sogar sehr schlecht. Ich kenne Sie doch gut. Ein Mann wie der andere. Du Lesum. Sie haben recht, ganz recht haben Sie. Und deshalb werde ich Ihnen nie sagen, ich liebe Sie. Nie. Also, Krieg erklären. Ach, also Krieg erklären. Warum ein so heller Himmel?
Aber liebes Kind, das ist doch dein Fächer, nicht? Ja, allerdings. No, jetzt erkenne ich ihn. Oh, und wer hat Ihnen denn darauf geschrieben, ich liebe dich? Wer? Oh, Teufel. Wer denn anders als mein lieber Mann? Ja, wer denn anders als mein lieber Mann? Ich mein, Ihr lieber Mann. Ach so. Dann bin ich ganz beruhigt. Exzellenz, entschuldigen, ich muss sofort zu meiner Olga und ihr einige liebevolle Worte sagen. Sie kokettiert gewiss schon wieder. Ach, Baroschen, bitte gib mir doch diesen vertrackten Fächer wieder zurück. Ich selbst werde ihn Frau Promov in diskreter Weise übergeben. Exzellenz! Dobre Wetter. Ah, dobre Wetter, mein lieber Graf, da sind Sie ja. Ich würde dich ja gerne selbst wieder zur Gesellschaft bringen. Ach, vielleicht nicht, ich dann. Nein, mit Ihnen habe ich Wichtiges zu besprechen. Aber, lieber Herr von Rossillon, reichen Sie doch Ihrer Exzellenz den Arm, bitte. Mit aller größten Mildheit, Exzellenz. Der Fächer ist gefunden. Bravo. Aber mein Mann hat ihn. Oh, oh. Graf, Sie sind mein Mann. Und wie gesagt, für eine delikate Mission. Exzellenz, bitte nur keine Arbeit. Ich verlange doch von Ihnen keine Arbeit, sondern ein Vergnügen. Dafür können Sie keinen besseren finden. Sie sollen heiraten. Heiraten? Das ist doch kein Vergnügen. Ja, aber der Vaterland verlangt es von Ihnen. Vaterland und wen? 20 Millionen. 20 Millionen? Ja. Also, Liebesheirat. Ja. Und wen? Frau Gravary. Frau, niemals, nicht um 20 Millionen, nie. Dann wird Frau Gravary einen Pariser heiraten und die 20 Millionen sind für unser Vaterland verloren. Und das darf nicht sein. Exzellenz, wenn Sie weiter nichts verlangen, das werde ich verhindern. Aha, und Sie? Ich werde einfach jeden beiseite schaffen, der sich Frau Glavary in eheverdächtigerweise nähert. Damenwahl! Und da ist die Bitte. Ich fange an, beiseite zu schaffen. Der Vaterland wird es Ihnen lohnen. Thank you.
es sieht eine größere Beleidigung. Und nicht mehr so schnell, das stimmt. Als wenn noch auf dem Ball eine Haare so fertig und schwitzt von uns Trio. Amen, ein neuer Konkurrent.
Atto secondo. Anna ha organizzato una festa in costume nel suo palazzo. Qui la moglie del barone è corteggiata da Camillo. Anna, per salvare la baronessa che sta per essere sorpresa dal marito, si sostituisce a lei tra le braccia del seduttore. La sua mossa imprevista le permetterà di assistere, compiaciuta, alla gelosa reazione di Danilo. Oft verlobt ich selten, heirate nie.
eine spezielle Überraschung für den Grafen Bande. Wir haben ihm ein Grisettenkabarett hergezaubert. Wie hat gezaubert? Moi, j'ai payé. Bonjour, moi. Mit echten Grisetten? Glauben Sie mir, meine liebe Exzellenz. Ich gehe echte Grisetten. Oh, lieber! Sie interessiert sich für den Grafen. Ja, mein Plan wird gelingen. Aber wo steckt er nur? Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Sie wissen nicht, wer größte Gefahr bedeutet. Herr von Rossillon. Ja. Himmel, Herrgott, wenn man nur ein Punkterl finden könnte, wo man ihn packen könnte. Mit Verlaub, Exzellenz, es gibt kein Punkterl. Der Rossillon ist plötzlich verliebt. In eine Dame blödsinnig. No, was Sie nicht sagen. In eine, mit Verlaub, verheiratete Dame. Oh, Gourmand. Jetzt mal. Haben Sie die blödsinnige Frau, die er verheiratet ließ, entdeckt, dann muss er sie heiraten. Aber Sie, lieber Graf, Sie müssen mir noch ein bisschen helfen. Vielleicht führt Sie das auf richtige Dieser Becher gehört, glaube ich, Frau Promo. Es steht darauf geschrieben, ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist Camilles Handschrift. Er hat ja einen Becher besucht. Graf Dando, willkommen in meinem Haus. Überhaupt nicht schreiben. Weichen Ihre Aufgabe Pflicht und Pflicht. Warum? Kriegspflicht. Ich glänze als leichter Kavallerist. Also, ja, wir sind ja feindliche Mächte. Aber ein tapferer Reitersmann glänzt nicht. Der greift an. Ich möchte ja so gern angreifen. Fest! Angreifen! Du tun nicht so! Ja, es geht nicht! Oh, wie dummer Reitersmann! Wie bitte? Oh,
Thomas. Herr Graf? Sie haben etwas verloren. Nein. Oh doch. Ihr Herr und noch eine Kleinigkeit. Oh, Herr Graf. Ja, erschrecken Sie doch nicht. Ich will Sie nur warnen. Er ist auf dem Sprung, eine andere zu heiraten. Die Witwe. Wer? Frau Bogdanovic, Sie haben etwas verloren? Ich? Nein. Oh doch. Ihr Herz und noch so etwas, was man so auf und zu klappen kann. Wie meinen Sie das, Herr Graf? Aber erschrecken Sie doch nicht. Ich will Sie nur warnen. Er ist auf dem Sprung, eine andere zu heiraten, die Witwe. Kaskada! Oh, ich danke Ihnen, Herr Graf. Schöne Sache, dann hört man, wenn man so ein bisschen herumfragt. Oh, ein reifes Fächer. Es wird doch nicht nie sein. Auf diesem Fächer steht, ich liebe dich. Ich möchte ihn so gerne in jenen kleinen Händchen legen, in die er hineingehört. Endlich. Wie ist's? Sie meinen das von der Neigung Ihres zarten Herzens? Oh ja? Aber Sie müssen es doch fühlen, Danilo. Wie bitte? Sie neigen meinem Herzen, Danilo. Oh Gott, ich bin es. Geben Sie doch den Fächer wieder her. Ich nahe Ihrem Herzen, bitte. Entfernung ist überhaupt kein Hindernis. Wie alt meinen Sie denn, dass ich bin? Doch. Kommt ihr Ehegemahl? Oh. Bis in aller Ewigkeit. Amen. Aber wem zum Teufel gehört denn dieser ekelhafte Fächer? Ich warne Sie. Verzichten Sie auf die Witwe. Ich schlage eine gute Knie und ich schieße einen guten Schuss. Bumm! Wo kicken Sie? Aha! Die beiden Herren wollen sich also ein bisschen raufen. Bitte nicht genieren. Ich habe mit Frau Graber die so verschiedenes über die beiden zu sprechen. Über mich? Über mich? Über alle beide zwei. Frau Graber, ich soll heute erfahren, dass vielleicht noch ein Duell stattfinden kann zwischen Ihnen und Bogdanovic. Bogdanovic? Ich weiß nämlich alles über Sie und seine Frau. Teufel! Sie müssen ja dem Guten, die kommt angenehme Sachen mitgeteilt haben. Ja, so was Angenehmes habe ich auch für Sie. Frau Glauber, ich soll heute erfahren, dass vielleicht noch ein Duell stattfinden kann zwischen Ihnen und Kroma. Ich weiß nämlich alles über Sie und seine Frau. Teufel! Ach, die Ehegattin, Gospodin Kroma, Gospodin Bogdanovic, machen Sie keine Vorheiten! Ich frage. Ehemänner benehmen sollen, wenn sie merken, dass ihre verehrten Ehefrauen sie betrügen. Oh, ganz einfach. Ich mache den Kerl eiskalt. Eiskalt? Wie will das heißen? Mir noch heißen? Ja, über was beraten denn die Herren hier? Wie sich ein Ehemann benimmt, wenn ihn seine Ehefrau betrügen. Also darüber brauche ich, Gott sei Dank, nicht nachzudenken. Gott sei Dank! Die Piper, hat gehört die Pan. Eine Toni hat mehr anders, der mit einem Menschen kann. Dass die Piper, freut bleiben, als ob die Kasse fand. So und so, der andere muss man nicht verlieren. So und so.
das Gute der Weiber ist schwer. Der Weiber ist schwer. Der Weiber ist doch der Weiber. Die hat schwer. Der Weiber ist der Weiber. Heiraten Sie doch, wen Sie wollen. Heiraten Sie was tun, womit Sie wollen. Deswegen müssen Sie doch nicht so schreien. Und ich werde auf Ihrer Hochzeit tanzen, bis ich große Löcher in beide Sohlen habe. Sie sind ja eifersüchtig. Ja, ich bin eifersüchtig. Aber doch nicht auf Sie. Ich bin überhaupt eifersüchtig. Das ist eine Manie von mir. Sind Sie schon beruhigt? Ich war gar nicht aufgeregt. Gut, dann kann ich es Ihnen auch mitteilen. Ich will Pariserin werden. Aber doch bevor ich in die Ehe eintrete, möchte ich noch das Pariser Nachtleben genießen. Wo amüsiert man sich am besten? Bitte. Auf dem Ball der pontevedrischen Gesandtschaft. Dort tanzt man die heimatlichen Tänze. Madame la Comtesse, est-ce que je peux avoir les grands privilèges de danser avec vous? Avec beaucoup, beaucoup de plaisir, certes. Ah, hallo? La danse est notre patrie! Allez! Thank you.
Mir gefällt es auch nicht. Da. Den. Da will ich meinem Mann sagen. Lieber da. Milo? Robert. Scheußlicher Name. Deswegen bin ich nicht die Tante. Führ mich woanders. Wenn Sie in den Tanz treten, glaubt natürlich jeder. Ah, eine neue Grisette. Die Musik spielt einen süßen Walzer, wo man so im Dreiviertel seiner Tugend vergibt. Fliegen Sie von einem Arm in den anderen, da tanzen Sie mit einem eleganten Großen, der so aussieht wie ein Komet. Und gleich danach einem Komet, der so aussieht wie ein Großen. Von den Grafen ganz zu schweigen. Geben Sie mir noch wenigstens ein Andenken, was Sie mich an Sie erinnern. Ein Andenken? Nein. Sag mal, da ist doch dieser verdammte Fischer. Evola! Gott sei Dank, lieber Fächer. Den gebe ich Ihnen zum Andenken. Ja? Haben Sie einen Bleistift? Bitte schön.
eine anständige Frau.
Frau Baron, dieser Herr von Rotillon im Pavillon. Oh, der Herr Baron. Ah, Negus, Negus, es ist 8 Uhr. Sperren Sie den Pavillon auf und drehen Sie elektrisches Licht an. Mit Verlaub, Exzellenz. Mit Verlaub. Nun machen Sie schon. Exzellenz, Exzellenz. Exzellenz, es ist der drin. Was der ist drin? Besetzt, Exzellenz. Was besetzt? Wieso? Exzellenz, no, ist der drin? No, wer ist drin? Eine Nix. Eine Nix? Eine gar nicht. Eine, ja. Ah! Ich ahne es. Es ist eine Dame, hä? Ah, ja. Nein, Exzellenz. Nein. Ja, ja, das heißt, es ist ja. Vielleicht so. Und ich ahne auch, wer bei dieser Dame ist. Ihr Graf. Mein Graf. Ja. Ja. Nein. Nein. Es ist Herr von Rossillon. Rossillon mit einer Dame? Ach, das ist mir jetzt zu heraus. Ja, bravo, Jesus, bravo. Sie verdienen sich einen Orden, denn dann haben wir sie, ja, dann haben wir die verheiratete Dame, die er liebt. Der Jesus, der Pavillon hat hinten noch eine Tür. Da. Sperren Sie ab, aber rasch. Zuerst herauslassen, dann ab. Die Dame von Rossillon ist entdeckt. Entdeckt? Ja. Ja, wer ist sie denn? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich werde durch das Schlüsselloch schauen. Exzellenz, das ist nicht fein. Aber praktisch. Hallo, Halli, los, rein auf den Tisch!
Wunder beschrieb. Der Prinz, der Weber, war verschlossen. Deinen das hat die Prinzessin verdrossen. War mir nicht auf den Mund. Da hat nun die Dame Prinzessin, die trieben ein grausames Spiel. Sie gab ihre Hand einen anderen, und das war dem Prinzen zu viel. Du tatest daran gar nicht recht. Du bist doch nicht besser wie andere. Vom Schwachsinn so fest geschlecht. Doch glaubst du, dass ich mich drum kränke? Haha, der Teufel du dich! Im Traum ich nicht daran denke! Dann sagte der Prinz, und nicht ich! Und weiter sagte der Prinz noch, der war jetzt der Prinz. Ist mir von dannen gegangen, und das tue ich auch, Kompliment! Atto terzo. Danilo apprende con gioia la verità da Anna, ma per orgoglio esita ancora a dichiararle il suo amore. Si decide solo quando Anna gli dice che, per disposizione testamentaria, ella perderà i suoi averi in caso di nuove nozze. Anna accetta la proposta di matrimonio di Danilo ed ora che è sicura di essere amata, gli spiega che perderà sì il patrimonio, ma solo perché il nuovo marito ne diventerà il legittimo proprietario.
Jeguš, Jeguš, wo sind die versprochenen Grisetten? Noch alle sind da. Ja, da, da, aber wo? Na, Pommeli, Pommeli, wie wir von Tividrina zu sagen pflegen. Was ist das für eine Musik? Also diese verführerischen Gänge erklingen im Kabarett der Grisetten, welche sich mit viel Geschmack und sehr viel Sachkenntnis in den Parterre-Lokalitäten des Schlosses der Frau Glavary imitiert habe. Was mit echten Grisetten? Nur mit den allerechtesten, Exzellenz. Sogar die Frau Gemahlin. Aber was heißt das schon wieder? Also ich meine, die Frau Gemahlin wird heute so tun, als ob sie eine geborene Grisette wäre. Meine Frau? Ja. Also los, los, los. Los, los, los.
diese sinnliche Idee? Sie hat gesagt, damit sich der Graf bei ihr wie zu Hause fühlt. Hat sie gesagt? Moment, hier ist eine chiffrierte Depesche aus Ministerium in Pontevedro. Bitte, Graf, dechiffrieren. Wenn Glavary Millionen uns nicht gesichert, dann unvermeidlich Staatsbankrott. Oh! Es gibt also nur einen Weg. Man muss an ihren Patriotismus appellieren. Wenn sie ein Herz für das Vaterland hat, dann muss sie einen Landesmann heiraten. Und lieber Graf, Sie müssen appellieren. Sie müssen Ihr Herz und Ihr Heil Widerrede, bitte. Madame, ich habe sehr Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Bitte. Und möchten Sie sich setzen? Danke. Bitte. Also, fein. Ich verbiete Ihnen, Rossillon zu heiraten. Sie verbieten? Und weshalb? Deshalb. Dann gestatten Sie, dass ich Ihnen den Grund sage. Sie verbieten mir, Camille zu heiraten, weil Sie mich lieben. Ich? Mhm. Ihre 20 Millionen müssen im Lande bleiben und es redlich nähren. Ah, ich verstehe. Gut, ich heirate Herrn Rossillon nicht. Aber das Rendezvous im Pavillon. Ich habe ja gar nicht das Rendezvous mit Herrn Rossillon gehabt, sondern eine andere Dame. Eine andere Dame? Eine verheiratete Dame. Um diese aus einer peinlichen Situation zu retten, habe ich mich vorgeschoben. So, ist einmal und. Und das sagen Sie mir erst jetzt. Und ich bin grün und blau geworden vor Gift und Galle. Warum? Ja, darum. Machen Sie doch endlich den Mund auf und sagen Sie schon, weil Sie mich lieben. Anna. Was? Sie sind. Was bin ich? Ach, Sie sind. Was? Thank you.
Glauber, die heiratet Herrn Rossio. Nein! Nicht! Exzellenz! Ja? Exzellenz, bitte, Exzellenz! Was gibt? Man hat im Babylon, pardon, man hat im Babylon diesen Becher gefunden. Diesen Becher? Aber diesen Becher habe ich doch Ihnen gegeben. Ich habe ihn dann wieder verloren. Im Babylon. Und die Schrift meiner Frau. Oh, ich bin verloren. Jetzt ist mir alles klar. Also war es doch meine Frau. Negus! Exzellenz! Sagen Sie jetzt unter Diensteid aus, wie es war. Also, es war genau so. Na also. Aber es war ganz anders. Es war so, aber ganz anders. Madame, ich lasse mich scheiden. Haha, ich bin schon geschieden. Oh, chère Madame, je suis libre, célibataire. Et divorcé. Mais pourquoi? Pour ça. Et je me permets, au nom de la patrie, de vous demander votre main. Et à un tempo. Votre demande à un mariage m'honore, mais vous ne rendez pas service à votre patrie, Excellence. Ah non? Non. Je vous explique pourquoi. Moi, je perds toute ma fortune ici. Je me remarie. Ich muss Ihnen sagen, dass ich laut Testament meines seligen Mannes im Falle einer Wiederverheiratung das ganze Vermögen verliere. Das ganze Vermögen verliere. So ist es. Madame, ich ziehe meinen Antrag in aller Form wieder zurück. Ich Anna, du hast also kein Geld? Nein. Anna, ich liebe dich. Enfin! Er nimmt sie ohne Geld. Nicht so ganz. Denn im Testament meines Seligen heißt es, dass ich das Geld verliere, weil es in den Besitz meines Gatten übergehen muss. So, ich einmal und fertig. Oh, eine süße Schwindlerin. Ich hätte dich auch mit 40 Millionen geheiratet. Das glaube ich doch besser. Wie ich doch, was ich da rausgeschrieben habe. Ich bin eine